Herzlich willkommen bei einem neuen Video hier bei Kettlebell Zutat. Mein Name ist Daniel und ich freue mich, dass du dich heute interessierst für Kettlebell Arbeitslastbestimmung. Wow, was für ein spannendes Thema. Wie bestimmst du deinen Fortschritt im Kettlebell Training? Ist eigentlich eine wichtige Frage. Das macht jeder im Langhanteltraining, beim Powerlifting, beim Gewichtheben. Man notiert seine Werte, man hat einen Orientierungswert, man hat aufbauende Lasten, man hat Deloads, man hat hohes Volumen, man hat niedriges Volumen mit hohen Lasten. Bei der Kettlebell ist das alles ein bisschen eine schwammige Sache. Ja, man macht mal Workouts oder schaut, kann man das machen, kann man es erreichen. Und wir haben ja, ich hatte da schon mehrere Videos gemacht, so viele Faktoren im Kettlebell-Training drin. Man kann mit einer Kettlebell trainieren, man kann mit zwei Kettlebell trainieren, man kann Timesets machen, man kann Wiederholungen machen, man kann das Pace, also das Tempo pro Minute steigern oder reduzieren. Es gibt so viele Variablen, die das Training mit dem Kettlebell und dann das Messen darin wirklich sehr, sehr, sehr schwierig oder sehr komplex gestalten. Die Arbeitslastbestimmung, die nimmt dir da so ein bisschen den Druck raus. Du kannst eher dein Training steuern, zumindest gerade dann, wenn du dich zum Beispiel an Trainingseinheiten von mir orientierst auf dem Blog, Kettlebell Total Blog. Da findest du verschiedene Trainingsvorschläge. Da gebe ich dann meistens Arbeitslast an. Arbeitslast, das ist praktisch das bestimmte Gewicht, was man aus dem Test rausbekommt. Du siehst den Test hier im Hintergrund gleich laufen. Oder zum Beispiel Arbeitslast plus 2 Kilo plus 4 Kilo. Mir ist natürlich bewusst, dass nicht jeder den Zugang hat zu dem ganzen Repertoire an Kettlebells, wie ich das jetzt hier habe in 2 Kilo Schritten. Viele haben nur 4 Kilo, 8 Kilo. Vielleicht hat manch einer nur eine 2 Kettlebells zu Hause, eine 16 oder 32er. Ja, aber die Arbeitslast gibt dir dann die Möglichkeit, zum Beispiel mal in der CrossFit-Box oder in deinem Gym zu gucken, was ist eigentlich eine Last für mich, die mich fordert, aber nicht komplett kaputt macht. Das ist der Sinn von der Arbeitslast. Und wenn du das monatlich testest und schaust, dann wirst du sehen, dass du eine Entwicklung hast. Hoffentlich. Und die Arbeitslastbestimmung selber, du siehst mich hier gerade Long Cycle Press ausführen, funktioniert folgendermaßen. Video lege ich hier oben nochmal rein, das ist ein älteres Video. Du führst eine Wiederholung links aus, eine Wiederholung rechts. Wieder deine Hand wechselt, bist dann auf der zweiten Stufe mit zwei Wiederholungen links, zwei rechts, gehst hoch auf die dritte Stufe, also Leitersprosse, ne, wie man eine Leiter, drei links, drei rechts. Und das Ziel für die Arbeitslastbestimmung ist so zwischen 4 und 5, eher Richtung 5 gedrückt. Ne. Wenn du rauskommst auf dieser fünften Leitersprosse, du bist da jetzt gerade am Anfang, brauchst 5 Wiederholungen und du merkst schon bei der ersten und bei der zweiten, es ist alles super schwer und du weichst aus, dann ist das Gewicht schon zu schwer. Wenn du aber gut die fünfte Stufe erreichst und sagst, okay, ich kann jetzt eigentlich noch auf 6 hochgehen, ist das Gewicht zu leicht. Das heißt, du hast so ein bisschen Orientierungsrahmen, wie du dein Training steuern kannst, wie deine Tagesform ist. Und so habe ich früher bei mir im Gym das Training strukturiert aufbauen können. Das heißt, Arbeitslastbestimmung, auch wenn der Name total abstoßend ist oder nicht so richtig sexy, muss man da noch was anderes überlegen, hat einen Sinn. Einfach mal probieren. Lass mich mal wissen, was du für eine Arbeitslastbestimmung hast und wie dir das ganze Konzept gefällt. Siehst du da einen Sinn drin? Siehst du keinen Sinn drin? Ist natürlich auch für mich interessant zu sehen, ob ich was ganz toll finde und du sagst, nee, macht doch überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, ich verstehe, wenn jemand nur eine Kettlebell zu Hause macht, dann macht es nicht unbedingt Sinn, die Arbeitslastbestimmung zu machen. Kann man machen, vielleicht hat man wirklich Glück und merkt, okay, ich habe genau die richtige Kettlebell. Aber je mehr Kettlebells man zur Auswahl hat, desto aussagekräftiger wird diese Arbeitslastbestimmung. Ich freue mich über ein Abo, wenn du es da lässt, einen Daumen hoch. Gerne sagen, wie gesagt, wo du rauskommst, deine Arbeitslast. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, wünsche dir einen schönen Abend.